Und somit hallo und herzlich willkommen hier aus den finnischen Gardinen, sage ich einfach mal, hier auf MicroHazard TV in der 39. Folge der zweiten Staffel von My Summer Car. Ich bin der Ice Dragon und begrüße euch ganz herzlich zurück. So, ich hatte die Folge schon mal angefangen aufzunehmen und dachte mir dann so, wir haben ein Problem. Wir hatten ja ewig lange unseren Strafzahlungszettel da liegen, unseren Strafzettel auf dem Küchentresen liegen mit 2500 Mark, die wir ja nicht hatten. Und deswegen haben wir das ja nie bezahlt. Und dann stand plötzlich die Polizei vor der Tür jetzt und hat mich ins Kittchen hier, also hinter schwedische/finnische Gardinen gesteckt. Und eigentlich wäre es, ihr seht es hier bei den Werten, da steht ja jetzt unterm Geld Jail Days 1. Eigentlich wären es 25 gewesen, ich habe mir aber jetzt gedacht, das wären wirklich 25 echte Spieltage hier im Spiel. Ja? Und ihr wisst, wie lange ein Tag sein kann, wenn man nichts zu tun hat. Und ich habe demzufolge ein bisschen Abhilfe geschaffen und dafür gesorgt, dass wir hier schneller rauskommen. Ich habe die Wachleute bestochen, wie auch immer man das nennen mag. Wir müssen jetzt nur noch die Restzeit hier überstehen, weil auf Null setzen wurde abgeraten in einem anderen Tweet, weil man sonst gegebenenfalls einfach sonst wohin gesetzt wird. Das Radio funktioniert allerdings. Ist das kaputt? Ei hätää, osta uutta hävitäiden poista tärpättiä. Tilaa heti. Tarkin tasokas kilpailu vaan. 25625. Tuo kyllä hävitäiden poistaja. Yeah, musiik. Tervehtä tuttu kaunit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamme ja cheesecake. Wir sind hier im Knast, Einzelzelle ganz alleine, also eigentlich eine Doppelzelle, aber wir sind alleine. Sind leiser mal. Tarviiko sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Lass mich raus! Ich dreh durch! Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir nochmal schlafen können. Dazu müssen wir uns ein bisschen auspowern und aber irgendwie die Erschöpfung, die kommt hier irgendwie nicht von selbst. Also man kann hier machen, was man will. Ich habe gelesen, dass man schneller erschöpft sein soll, wenn man gegen die Wand rennt, aber bei mir hilft es irgendwie nichts, wenn ich hier gegen die super tolle Rauffaserwand renne, dann tut sich die Erschöpfung trotzdem nicht erhöhen. Nicht wirklich schnell zumindest. Ich habe mich auch mal schlau gemacht, was den Motor betrifft. Und müssen wir schauen. Hatte da was nachgeguckt, es ist immer noch Samstag, ja, verdammt. Es ist immer noch Samstag. Nicht lang genug geschlafen. Ach, mach doch die Kacke aus hier. Aus. Kriegt man ja einen Knall. Lasst mich raus. Ja, wir sind hier. Ja, ihr wisst ja noch, wofür die Strafe war. Wir hatten, eigentlich war das ein Bug mehr. Wir hatten aus Versehen einen Polizisten angefahren. Wir sollten hier anhalten bei der Verkehrskontrolle. Das haben wir auch gemacht. Haben auch schön brav die Handbremse gezogen, meines Wissens, und alles Mögliche getan. Aber allerdings, ist die Karre, wie das öfter vorkommt, in dem Spiel so seitlich, langsam aber sicher seitlich weggeglitscht, und ehe ich das bemerkt und was dagegen machen konnte, hat das den Polizisten touchiert, und das allein das Touchieren dieses Polizisten hat dann schon gereicht, dass er der Meinung war, ja, du hast mich überfahren, du hast mich angefahren. Der Polizist war dann sofort tot angeblich, obwohl ich ihn nur berührt habe, ja, und war nicht sehr hilfreich. Daraufhin hatten wir so eine hohe Strafe, ansonsten wäre es nur fürs zu schnell fahren gewesen, aber so hatten wir eine relativ hohe Strafe zu bezahlen. 25 Tage hätten wir im Knast verbringen müssen. Und ich habe mich aber wieder für den Motor schon mal informiert, auch noch mal ein bisschen gegoogelt, und ihr wisst ja sicherlich, womit ich vielleicht hier die
die Knasttage auf 1 runtergesetzt habe, nämlich mit dem Maisamaka Editor. Das ist ein Safe Game Editor. Ja, ja, ich weiß, andere würden jetzt wieder sagen, Cheater, Cheater. Ja, ich weiß, aber wenn ich hier soll ich euch zeigen, wie ich hier 25 Tage im Knast bleibe? Ja, wollt ihr 3 Monate lang sehen, wie ich die Folgen lang hier jeweils nur im Knast rumlaufe, hin und her? Ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Ja, beim Motor, ich muss sagen, ich habe geguckt, man kann mit dem Editor nämlich auch sich angucken, wie der Fahrzeugstatus ist, ob irgendwo irgendwelche Schrauben nicht angezogen wurden, wie die Einstellungen sind, wie der Zustand der einzelnen Teile ist zum Beispiel. Und ja, da habe ich einen Teil als damaged gesehen und ja. Ist oben der die Zylinder, Walker Shaft, wie sie hier heißt. So, können wir schon wieder. Ja, ja, reicht noch nicht zum Schlafen. I need to sleep. Nein, ja, die Walker Shaft ist kaputt. Ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht hat der Kommentator letzte Woche deswegen mir gesagt, so nach dem Motto, dass meine Unfähigkeit ja genial ist, aber tut mir leid, ich bin nun mal kein Automechaniker, ich bin Straßenbahnfahrer im wahren Leben und ich erkenne vielleicht nicht auf den ersten Blick, dass irgendwo ein Teil kaputt ist. Da ich mir nun mal auch nicht auswendig gemerkt habe, wie jedes Teil auszusehen hat, oder wie es vorher aussah, kann ich das immer so mit Sicherheit nicht sagen. Ich kann immer auch nicht wieder schlafen. Lalelu, lasst mich hier raus. Ja. Ich werde versuchen, hier so schnell wie möglich rauszukommen. Wir müssen eigentlich nur die Nacht noch überstehen. Es muss Sonntag werden, dann hätten wir es. Aber ich kann noch nicht wieder schlafen. Ich könnte einmal speichern und das Spiel neu laden. Dann sollen wir auch 2 Stunden vergehen. Machen wir doch einfach mal. Saving! So, wir saven. Kommen wir ins Hauptmenü allerdings zurück, wie immer. Und machen direkt wieder Continue und machen direkt weiter. Sollen wir jeweils 2 Stunden vergehen beim Speichern und Laden? Ja, es ist definitiv dunkler. Es ist Sonntag schon jetzt. So. Oh, wir sind raus. Jetzt stecken wir nur hier in der Hütte fest. Ah, jetzt hat er. Die haben uns hier an der Bushaltestelle rausgelassen. Toll, wie kommen wir jetzt von hier nach Hause? Mit dem Bus, der irgendwann mal hier irgendwann mal kommt? Sehr schön, dass sie mich hier an der Bushaltestelle rausgelassen haben. Aber ich habe Durst. Ich bin dreckig. Ah, machen wir halt Selbstmord. Wir boxen uns in den Tod. Hier, wir gehen zu dem hier und machen uns über den lustig. Ich box den jetzt einfach. Ah, du Pfeife. Mal her hier. Ja, genau. Siehst du? So. Er haut einmal zu und ich bin tot. Ist geil. So. Wir liegen zu Hause irgendwo in der Ecke. Okay. So. Er hat uns geschlagen. Wir sind nicht mal tot gewesen. Siehst du? Er hat uns nur geschlagen. So, schnell was trinken, bevor wir wirklich sterben, wegen Dehydrierung. So, jetzt sind wir aber wieder aus dem Gefängnis wenigstens raus. Und die Strafe ist somit auch erledigt. Gott sei Dank. Allerdings alles nicht optimal gelaufen. Ja, ich hätte euch ja gezeigt, wie wir hier abgeholt wurden zu Hause. Von der Polizei. Leider, wie gesagt, hat das nicht so hingehauen. Aber auf jeden Fall waren wir jetzt einmal im Knast. Sollten wir noch mal hinkommen. Hoffe ich ja nicht.
eigentlich achte ich ja immer drauf. Wie, dass wir den überfahren haben, war ja auch überhaupt keine Absicht. Das war passiert, weil das Spiel irgendwie da so rumgezickt hat. Aber gut, müssen wir durch. Will mich ja gar nicht rausreden, mein Gott. Ich weiß, ich tue es gerade, aber ich will es eigentlich nicht. So, gehen wir nochmal pinkeln und dann können wir ja hoffentlich endlich mal wieder weiterarbeiten an unserem Auto. So, wie gesagt, die Rocker Shaft, also oben die Zylinder Federding da oben ist kaputt. Das müssen wir allerdings jetzt zu Fletari fahren zum Reparieren. Und da wir jetzt Montag haben, Gott sei Dank, sollte das gehen. Ich weiß gerade noch nicht, wie Fletari offen hat. Da schaue ich mal eben schnell nach. Einen Moment. Das Telefon klingelt. Gehen wir mal eben schnell ran. Kriegen wir noch einen Auftrag. Ah, unsere Bestellung ist eingetroffen. Ja, danke schön. Habe ich kapiert. Wollte aber trotzdem gerade nach den Öffnungszeiten gucken. Telefon klingelt schon wieder. Alles klar, du willst wieder Gülle abgefahren haben. Jo, verstanden. Gut, habt nachgeguckt und kann euch jetzt sagen, der Fletari hat Montagsfreitag von 8 bis 16 Uhr, glaube ich, war es offen. Das heißt, wir könnten uns theoretisch sogar schon langsam auf den Weg dahin machen. Wir gehen mal gucken. Die Polizei ist keine mehr da. Gut. Ja, kaputt ist. Machen wir auf hier. Motorhaube. Tür zu. Das Ding hier oben. Das Ding hier oben drauf ist kaputt. Guckt mal. Da fehlen ja Federn. Das Ding ist auch verbeult, verbogen. Das Ding ist Schrott. Das Ding muss weg. So, das Ding muss erneuert werden. Was natürlich eine kleine, in Anführungsstrichen, Herausforderung darstellt. Weil dazu müssen wir zu Fletari fahren und dort das Ding reparieren lassen. Beziehungsweise ein passendes Ersatzteil dafür besorgen. Und das kostet natürlich wieder Geld. Geld, was wir nicht haben. Ich meine, ja, ich gebe zu, ja, ich habe jetzt das rausgefunden, dass das Ding kaputt ist, einfach dessen, dass ich jetzt in diesen Editor reingeguckt habe. Ich habe sonst aber wirklich im Editor nichts weiter gemacht. Ich habe nur geguckt und festgestellt, dass dieses Teil hier kaputt ist. Das gucken wir uns mal genauer an. So. Licht einschalten. Die Batterie wird hier fleißig geladen. So, das Ding ist Schrott. Guck mal, total verbogen. Seht ihr das? Ja. Das Ding muss repariert werden, die Walker Shaft. Wisst ihr, was wir machen? Wartet mal. Hier ist noch Platz drin. Getankt haben wir, glaube ich, letztens auch schon. Wir fahren mit dem LKW los. Dann können wir auch gleich einmal die Gülle abtanken bei ihm da. Hopp, schmeißen wir mal rein einfach. So. Und kriegen wir gleich wieder ein bisschen mehr Geld und können anschließend auch gleich ja, Dings hier, das Ding zur Werkstatt bringen. So, Ignition schon mal vorglühen lassen. So, haben wir wieder das Fahrproblem mit den langen Fahrzeiten. So, wir müssen noch ein bisschen glühen, er glüht noch. Tank ist fast voll. Gut, da fertig mit glühen, alles klar. So, Tank ist, das war falsch. So, Licht, Handbremse raus, runterschalten. Das geht. Ich hätte gern die Achse unten. Dankeschön. So, auf geht's. Habe ich jetzt mal die Taste rausgesucht, womit ich direkt hier umschalten kann. Ich muss jetzt immer hier mit der Maus auch rübergehen muss. Von low auf high quasi. So, und ich mit Taste R machen, seht ihr? So. So, wir fahren los.
erstmal einmal Gülle abfahren, ist ja gerade Auftrag reingekommen und dann auch gleich noch ja, zu Fletari was wegbringen. Zur Reparatur, ich hoffe, es kostet nicht so viel, die Walker Chef zu reparieren. Schauen wir mal. War zwar schon mal bei Fletari, aber nur zum Gucken. Drin war ich noch nicht. Im Laden. Macht ja gleich auf in 5 Minuten etwa. Dann können wir noch 2 weitere Güllegruben abtanken, dann ist das Ding hier ja, voll. Wieder. Der LKW, 4 Stück können wir machen, dann ist er voll. Die 4 Stück sind gerade mal 5000 Euro. Da war ein Mensch, oder? Warum war da ein Mensch gerade? Stopp. Das will ich jetzt mal noch mal rausfinden. Den hab ich letztens schon gesehen. Ne, ich bin nicht irre. Da, da läuft, da ist da einer. Seht ihr das? Der ist mir letztens schon aufgefallen. Dass hier irgendwie einer rumläuft. Wer bist du? Hallo? Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Oder soll der hier rumlaufen? Hallo? Gut, lassen wir ihn in Ruhe. Wenn er nicht gestört werden will, der will, der tut er ja auch im Ort zum Kacken, kann ja auch sein. Wer weiß? Möglich wäre es ja. So, wir steigen wieder ein. So. Platz nehmen, anschnallen, Handbremse raus, Gang rein und los geht's. Anfahren in Low, weiterfahren dann in High am besten. So, ich schalte ihn hoch und wechseln wir mal auf. Auf den High, auf die High Range und wir haben das Fernlicht an, oder? Ist da nicht irgendeine blaue Lampe an? Ach, keine Ahnung. Das ist Licht wahrscheinlich, ne? Light. Ja, das Licht allgemein. Bahnübergang, yay! Einfach rüberheizen. Ja, wir sitzen ein bisschen schief im Auto gerade, aber egal! Ne, hochschalten lohnt nicht, wir müssen uns eh abbiegen. So, einmal um die Kurve. So, ich gebe zu, dass ich mit dem Gefängnis jetzt hier quasi in Anführungsstrichen gecheatet habe. Einfach um ja, schneller wieder rauszukommen, weil ganz ehrlich, das wäre wirklich eine Strafe, wenn du wirklich 25 Spieltage, komplette Spieltage da drin bist und nichts tun kannst. Da drin, ja, außer diese komische, dieses komische Radio da zu hören und hin und her zu laufen. Ja, du könntest zig mal speichern, laden, speichern, laden, speichern, laden. Neu vergeht ja immer so ein paar Stunden, aber ja, macht auch keinen Spaß auf Dauer. Also Spaß soll es doch gar nicht machen, aber wir heizen hier wieder lang wie ein Ohr. Ah, ja, ja, keine Ahnung, ich habe nicht gesoffen, aber ich kann einfach nur nicht Auto fahren. So, deine Grube ist wieder mal voll hier. Na, dann komm, dann kümmere ich mir mal drum. Stopp. Mal auf Low Range schalten, Rückwärtsgang und los geht's. Ne, wenn ich so fahre, fahre ich gegens Haus. Das wollen wir nicht. So.
Glück, Ruhe, war hier hinten so blöd in der Ecke. Oh, da ist ein Auto lang gefahren gerade. So, das müsste okay sein. Gucken wir mal, ob diese Standposition hier ausreichend ist. Ja, das ist tutti. So, gucken wir mal. Ja, die ist definitiv voll. Okay, einmal den Schlauch hier. So, schmeißen wir mal darin. Das rausholen wir dann wieder lustig. Hui. So, er fällt schon von selbst. So, kann man die Pumpe schon anschmeißen. So, wo ist er? Da ist er. Ah, ist noch nicht ganz drin, der Schlauch. Helfen wir noch ein bisschen nach. So, jetzt ist er drin. Gut, kommen wir hier durch. Hey, wie geht's, Alter? Altes Haus. Was geht ab? So, ja, wir müssen wieder mal warten, bis abgetankt ist. Und dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Dann haben wir immer in 2000 noch was. Aber jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir brauchen das Geld ja auch, um die Kiste hier abzutanken. Also hier abzuladen. Den ganzen Mist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mist. Die ganze Gülle hier unten. Naja. Ist halt so, wa? Ja, und dann fahren wir weiter zu Fletari, um das Teil da zu reparieren. Was da durch die Gegend glitscht gerade. Das hier. Den haben wir da unten in den Fußraum. Kriegt nur einen währenddessen. Hey, Kollege, was geht ab? Da ist eine Flasche. Ich schmeiße dir vor die Füße. Nein. Natürlich schmeiße ich sie wieder, wie sich's gehört, in die... da unten rein. So. Leer? Nein, noch nicht. Aber fast. Haben wir hier auch was zu essen bei? Kiste Bier haben wir zwar hier, aber haben wir noch was zu essen? Ja, Lasagne haben wir noch einmal. Ja, ich komme ja schon, hol mir mein Geld. Dankeschön. So, Pumpe ausmachen. Alles klar, haben wir den Teil schon mal wieder erledigt. Steht ja ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Und jetzt muss man nur diesen Schlauch hier wieder rausholen. Kennen wir ja schon das Problem. Aber wir haben ja schon langsam Übung drin. In der Zwischenzeit klappt das ja schon deutlich besser. Seht ihr. So, Schlauch wieder drauf packen. Zack. So. Deckel wieder drauf. Perfektionistisch. Noch nicht zufrieden. Bin da nicht zufrieden mit. Da muss da bündig. Ah gut, so kann man liegen lassen. So, gut. Haben wir auch. Kann man weiterfahren. So, auf zu Fletari, bevor die wieder zumachen. Wir müssen uns da was reparieren. So, Rückwärtsgang raus, Handbremse raus. Gang rein. Los geht's. Auf! Zu Fletari. Der super Werkstatt hier. So, wir wechseln einmal die Range und schalten runter an den zweiten Gang. So. Wir fahren durch die Gegend. Sieht der Damm hier. Ich weiß nicht, er hat noch nicht einmal angerufen, weil er Holz haben will. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten den Traktor und den Anhänger stehen mit Holz, aber irgendwie wollte der immer noch keins.
von der Straße abkommen, nicht von der Straße abkommen. Noch ein bisschen länger leben. Gestorben bin ich ja offiziell, glaube ich. Bin ich schon mal gestorben? Ich weiß, doch, ja. Doch, bin ich schon, klar. Natürlich. Zwei, dreimal schon, glaube ich. Zweimal, ne? Ja. Ja, jetzt muss man den langen Weg bis zu Fletari fahren. Vielleicht vor Kurven bremsen und nicht jetzt in der Kurve. Hab auch überlegt, ob wir nicht mal den LKW in der Stadt stehen lassen. Dann sparen wir, glaube ich, einen Haufen Treibstoff. Und die einfach bei, direkt bei dem Gülle-Entsorgung, also beim Klärwerk da stehen lassen. Dann könnten wir auch mit dem kleinen Roller zum Beispiel in die Stadt fahren, einfach nur Gülle fahren wollen. Und brauchen nicht immer so viel, ja, rumfahren mit der Kiste. Weil die fahren ja hin und zurück und dann brauchen wir eigentlich nicht mehr so viel fahren damit. So, ich packe einfach mal hier. Gehen wir in den Low Range bitte. Stopp. So. Ja, gut. Ein bisschen haben wir noch. Schaffen wir sogar noch. Seht ihr? Oder wisst ihr was? Mach ich die Folge kürzer? Ja. Wisst ihr was? Die Folge ist diese heute mal ein bisschen kürzer. Ein paar Minütchen. Ja, bloß 3 Minuten, mein Gott. Wir sehen uns dafür dann morgen wieder und dann gehen wir da mal rein bei Fletari und gucken mal, ob der uns hier das reparieren kann und was uns das der Spaß vor allem kostet. Ich verabschiede mich dann bis morgen von euch, wenn ihr mögt, und würde mich sehr freuen, wenn ihr mal wieder einschaltet, und sage ciao, tschüss und ja, bis morgen. Tschüss.